Und damit herzlich willkommen zu diesem kleinen neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Wir spielen den Echtzeit-Thriller Erica. In diesem Spiel werden wir durch unsere Entscheidungen den Spielverlauf verändern und somit verschiedene Enden herbeiführen. Ich wünsche euch viel Spaß. Erica. Das ist kein Spielzeug. Das ist gefährlich. Okay. Bist du bereit? Mama und ich haben uns vor vielen Jahren kennengelernt. An einem Ort namens Delphi House. Sie war Krankenschwester und ich war ein Arzt. Nachts haben wir uns Geschichten erzählt. Sie erzählte mir von der Zukunft. Wundervolle Dinge, die nur sie sehen konnte. Ich erzählte von der Vergangenheit, von einer Priesterin mit einem Schmetterlingsmal, die ins Feuer blickte und die Zukunft sah. Ich sagte ihr, dass sie magisch war. So wie die Priesterin. Ich weiß, du bist auch magisch. Aber du musst es mir beweisen. Wähle ein Foto. Dein Lieblingsbild. Und nun? Schließe deine Augen. Konzentriere dich. Und nun beschwöre die Kraft der Priesterin. Finde deine Mutter wieder. Lass uns sehen, ob du dein Lieblingsbild findest.
Schade. Macht nichts. Du bist dennoch magisch. Sie ist immer bei dir. Bitte vergiss das nie. Selbst wenn sie nicht hier ist, so ist sie immer noch ein Teil von dir. Sieh genau in das Feuer. Wenn du in dem Feuer die Zukunft sehen könntest, was würdest du sehen? Vergangenheit. Vielen Dank auch. Zur Nachbarin. Hat sie versucht, die Bilder zu zeichnen? Ihre Träume ein wenig darzustellen? Damit scheint sie das Ganze so ein bisschen zu verarbeiten.
Okay. Ja, gut. Miss Mason? Ich bin Sergeant Blake. Ich leite die Untersuchung. Darf ich? Ich gebe es auch zurück. Wir geben es ihm mal. Kann er sich das mal angucken? Das ist griechisch, oder? Ein delphisches Epsilon. Wir machen die erste Runde mal auf. Auf nett. Die Hand gehörte einem Mann namens Kel Johar. Er arbeitete im Delphi-Haus. Ich glaube, du warst mit deinem Vater dort. Na, wir nehmen die Geschichte. Mein Vater hat da gearbeitet. Dein Vater war einer der Gründer. Er gründete das Delphi-Haus mit einem Mann namens Lucien Flowers. Dieser ist womöglich auch ein Ziel. Wir behalten das Delphi-Haus im Blick. Mit Personenschutz. Ich übernehme die Untersuchung ab jetzt. Dort ist es im Moment auch am sichersten für dich. Ein schönes Haus. Niemand da. Wahrscheinlich gerade Pause. Mhm. Warte hier, ich gehe nachsehen. Dürfen wir nochmal klingeln? Nein, schade. Tür, wie gesagt, die haben halt das Bild von den beiden. Schaut sie sich das jetzt an? Ja, genau. Genau. Delphi-Haus. Gründer und Mitarbeiter. Was? Telefon. Na los, geh ran. Wir gehen ran. Lala, gehen wir ran. Ich habe lange darauf gewartet, mit dir zu sprechen.
Hat dir mein Geschenk gefallen? Wer ist da? Du warst so einsam, hast dich an deinen Vater geklammert, voller Blut. Er ist nicht der, für den du ihn hältst. Folge der Musik. Finde Elodie Carter. Sieh, was er ihr antat. Sieh, wer er wirklich war. Was werde ich finden? Wenn du nicht nachsiehst, findest du es nie heraus. Finde Elodie Carter und sieh es mit eigenen Augen. Ja, dann mal schauen, was uns erwartet. Ich kann dort reingucken gehen, ja. Das finde ich irgendwie interessanter, da reinzugehen, als wieder Richtung Ausgang. Kein Schlüssel. Ach, ist offen. Und muss mal weiter umschauen. Abtauschen unten. Noch erkennen könnt ihr, was da steht? Wie wird's können? Oh, ein Schlüssel. Ja. Wofür der Schlüssel? Kommen wir dann da hinten rein? Bleibt unsere einzige Möglichkeit. Dann können wir uns das noch angucken. Und dann können wir dort in diesen... durch diese Tür treten. Genau. Die suchen wir.
fix die Untertitel mit an. Leichteres Lesen? Na, werden wir sehen. Mit der Temptation. Was zum Henker machst du hier? Ich hab sie in meinem Büro erwischt. Ist nicht mal weggelaufen. Ist gut. Das war reine Zeitverschwendung. Sie haben sie also gefunden? Ich hätte einfach hier bleiben sollen. Ich habe Mist gebaut. Ich war im Büro. Wieso? Was ist passiert? Ich sagte doch, du solltest warten. Komm, wir sagen das mit den maskierten Frauen. Ja, wir nehmen das, wir nehmen das. Ich sah die Akte. Von meiner Mutter. Daran stand, dass sie hier mal Patientin war. Merkwürdig. Mr. Flowers sollte das wissen. Er war mal ihr Chef. Frag doch ihn. Sie verstehen nicht. Eine Frau hat angerufen. Sie kannte mich. Sie... Hey! Legen Sie auf. Ich muss Schluss machen. Mr. Steinbeck, Sergeant Blake ist als Ermittler bei uns, so wie Chief Inspector Cocker. Wir sollten Inspector uns unterhalten. Cocker. Es gibt Neuigkeiten. Natürlich. Dr. Ballard, würden Sie Miss Mason Ihr Zimmer zeigen? Natürlich. Komm, ich zeig dir den Weg. Du erinnerst dich nicht an mich. Ich habe mit deinem Vater gearbeitet. Ich habe auf dich aufgepasst, als du klein warst. Sie kannten meine Eltern? Ja. Dein Vater hat mir viel beigebracht. Und deine Mutter war unglaublich. Brillante Schwester. So klug und witzig. Naja. Wir sind da. Erkennst du es wieder? Ja. Ich gerade sehr wie ein Traumzimmer aus. Mr. Steinbeck, der Nachtwächter, ist die Treppe runter, falls du irgendetwas brauchen solltest. Ist schon was zum Putzen? Kein Schlüssel. Sehr gut. Halbleiter vom Anfang bestimmt.
sieh mal unter das Bett. Onkel Lucien hat was für dich. Sie wird dich beschützen. Wow, gruselig. Schau auf den Arm. Sie ist genau wie du.